Good morning, der nächste Coachella. Und ich habe schlechte Neuigkeiten, Leute. Ich war heute so richtig traurig, weil ich war gestern noch bis um 5 Uhr morgens wach und habe einen Vlog geschnitten und habe das alles hochgeladen. Und ich dachte mir so, nein. Ich bin heute Morgen um 10 Uhr aufgewacht und dachte mir so, nee, um 9 Uhr irgendwas. Und dachte mir so, fuck, ich will heute Abend nicht müde sein für Beyoncé. War richtig mein Struggle heute Morgen, als ich aufgewacht habe. Egal. Ich glaube, ich werde schon müde sein, aber ich glaube, wenn Beyoncé kommt, dann werde ich wieder wach. Deswegen, ja, ich habe jetzt auch fresh geduscht. Gestern Abend habe ich es nicht mehr geschafft zu duschen. Ich war so fertig. Und ja, war voll eklig. Aber jetzt fühle ich mich wieder fresh. Ich gehe jetzt gleich frühstücken. Da frühstücken wir. Voll schön im Freien. Und Marin hat wieder Pancakes gemacht. Danke, Marinade. So, Marin und ich fahren jetzt zum Target. Und das ist mein Style heute. Und ich finde, es sieht eigentlich ganz cool aus. Das ist so, ich habe eigentlich mein Pyjama angelassen, aber irgendwie sieht es cool aus. Guck mal, Leute. Pyjama. Ich bin heute im Pyjama-Style. Die schönen Docs an. Und ich finde, das hat voll Style. So kann ich auf Coachella gehen eigentlich. Du vlogst auch. Vlogception! Die Vlogception-Zeit. So, wir fahren jetzt in den Target und machen so ein bisschen Leiser-Style. Kennst du Leiser, Koshi? Okay. Hello, welcome guys here in Palm Springs. Yo, what up? Okay, welcome in carpool. My car. Carpool karaoke with Katarina Dam. Damn. Damn. Why will you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. Hello, Target. We are Hello, Target. Dafür haben wir jetzt gerade 3 Minuten gewartet. Ich wollte das unbedingt machen, Leute. Wie Leiser Koshi. Aber ich weiß nicht, das kam, glaube ich, nicht so cool. Das will ich sofort mitnehmen, Leute. Guck mal. Das ist ein kleines Tippi. Für Mila und Nala. Ich habe gerade eine verrückte gesehen. Was? Excuse me, do I know you? Excuse me, this is my card. Oh my god, crazy people here! So, wir haben jetzt gerade was bei Starbucks geholt und wir haben tatsächlich 15 Minuten gebraucht. Wir kommen punktgenau an. Ja. Ich habe jetzt hier ein Soy Caramel Macchiato. Und Katarina heißt nicht mehr Katarina. Ich heiße nicht mehr Katarina, sondern Katarina. Und ich habe übrigens da drin voll viele die Komplimente zu meinem Dings hier bekommen. Oberteil. Zu meinem Oberteil. Wie so, I like your shirt. I have to get that shirt. Und wir so, und ich so, it's a pyjama. It's a pyjama. Oh, ich muss mich nur anschneiden. Ich habe mich gerade abgeschnallt, weil irgendwie der Gurt, der hat so an meine Haut geklebt, dass es schon echt eklig war. Der Karamell Macchiato. Halt, halt fest. Der Karamell. Wir müssen vorne raus, oder? Der Karamell Macchiato schmeckt hier einfach so geil. Ich finde viel besser als in Deutschland. Okay, wir müssen hier raus. Just to let you know. You're my music, but you tear me to pieces. So where does it come from? Scene that keeps playing on repeat ignores the rule of thumb. Oh, where does it come from? Oh, where does it come from? All your emotions with your heart on your sleeve. So, das hier ist jetzt mein fertiger Look. Ich zeig euch jetzt noch gleich mein Outfit. Okay, also das ist mein Outfit, Leute. Das Kleid habe ich von ASOS. Die Tasche hier ist von Wet
Oder, ja. Wheat vielleicht? We eat, ja, wheat. We eat avocado toast. Die Abkürzung. Oh. Die Tasche ist eigentlich ganz cool, weil man kann die dann auch so als Bauchtasche machen. Den Gürtel habe ich von Lovies, genau. Und die Brille? Ah, und die Brille ist von ASOS. Und die Ketten? Und die Ketten, das ist Steve Madden und das ist Pull&Bear. Schön. Genau, das ist Paddy's Outfit. Genau. Ich trage eine Gucci-Tasche von Kat. Ja. Dann ein Cardigan von Maren. Ja. Also ausgestattet von jedem von den anderen. Und dieser Zweiteiler ist von Pull&Bear, der steht auch aktuell. Und meine Boots sind von ASOS und die waren reduziert auf 30 Euro. Mhm, Schnäppsche. Genau. Und Schmuck ist von Pull&Bear. Genau, von Pull&Bear und Kat. Und ja. Das ist ihr Outfit. Yay! Okay, passt. Paddy und Maren machen sich jetzt Blasenpflaster drauf. Denn beide haben Flappenblasen. Das passiert schon. Ich habe eine richtige Entscheidung gemacht mit meinen Dogs. Süßkartoffel-Tacos, richtig geil. Und haben eine Kokosnuss. Das ist die beste Kokosnuss, die wir je getrunken haben, Leute. Und meine Nase läuft. Ja. Können wir uns eine Kokosnuss leihen? Wir warten jetzt hier alle gerade für Beyoncé. Und wir sind eigentlich relativ nah an der Bühne. Aber man könnte noch näher gehen, aber wir haben Angst. Bzw. die anderen haben Angst, dass sie zerdrückt werden. Ich habe Angst, dass sie zerdrückt werden. Deswegen Safety first. Weil alle Leute halt rausgehen wollen und ja, wir stehen. Ja, und wir stehen hier schon seit über einer halben Stunde und ich glaube, es dauert noch eine weitere halbe Stunde. Wir sind wieder zurück, Leute, und es war so schön. Es hat sich so gelohnt. Eigentlich hätten wir auch früher gehen müssen, also um 0 wäre eigentlich 0 Uhr wäre eigentlich Treffpunkt gewesen, wo die alle anderen gefahren sind, aber wir dachten uns so, nein, wir bleiben noch. Und also Beyoncé hat insgesamt 2 Stunden performt und es war so schön, weil Jay-Z kam dann noch als Überraschungsgast, Destiny's Child, und dann am Ende hat sie noch mit ihrer Schwester zusammen getanzt und es war so schön, Leute. Viele von euch haben es bestimmt live gesehen auf YouTube. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur... Ich war die ganze Zeit so... Das Einzige, was da scheiße war, deswegen sind auch die anderen auch schon früher gegangen, um 0 Uhr. Weil nach der Performance hatten wir einen richtigen Struggle, nach Hause zu kommen. Wir sind, glaube ich, so um kurz vor 1. Wir haben auf jeden Fall 1,5 Stunden, glaube ich, gewartet. Ja, so eine halbe Stunde heim. Ja, also haben 1,5 Stunden auf ein Taxi gewartet. Also Uber und Taxi haben eigentlich ungefähr gleich lang gedauert. Und dann sind wir nochmal 1/2 Stunde quasi wieder zurückgefahren. Und ja, wir waren 2 Stunden unterwegs. Sag mal, habt ihr gerade die Tür aufgemacht? Nee. Beide Türen sind auch. Welche? Okay, Leute, das war jetzt gerade gruselig. Maren hat gerade bei uns geklopft und hat gesagt, Leute, habt ihr die Türen aufgemacht? Und wieso? Warte mal, nein. Ja, wenn ich die aufmache, hier riecht's noch. Ja. Und dann haben uns die anderen geschrieben in der Gruppe, habt ihr das nicht gerochen? Der Herd war an, also es ist ein Gasherd und die Flamme war nicht an, aber anscheinend irgendwie das Gas. Ich bin ein bisschen aufmachen, ist noch voll arg. Und wir dachten dann auch so, als wir reingekommen sind, warum stinkt's hier so? Und ja, das war der Herd. Und stell dir mal vor, wir wären eingeschlafen.
Okay. Geht so. Ja, so kompliziert. Fenster. Ja, ich würde auch. Ja, wir haben es gar nicht gemerkt, beziehungsweise... Ja, Mein Zimmer riecht richtig schlimm. Ja, aber ich, wenn ich ehrlich bin, ich gehe raus, dann könnt ihr drin denken. Ich schmecke mir gar nichts. Okay, ich schmecke mich jetzt weiter ab. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Genau.